Jo Leute, ich bin mal wieder unterwegs mit meinen beiden Hunden und das wird eine VA für den Kanal Auto mit Billy. Ich habe mich im Moment gerade mal hier verheddert. Jo, Dieter, du wolltest ja wissen, wie wir wohnen, unser Umfeld. Und das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Ich gehe mal hier den Weg hoch und dann werde ich dir mal von oben einen Teil des Dorfes zeigen, wo wir wohnen. Das ist übrigens der Rudi und dieser hier ist der Paul. Das sind Pudel-Terrier-Mischlinge. Und da möchte ich dir auch noch eine Geschichte dazu erzählen, aber dazu später. Jo, jetzt kommen wir hier mal an eine freie Stelle. Und da zeige ich dir mal einen Teil von unserem Dorf. Das liegt mitten in einem Tal. Höhen drumherum, sehr viel Wald. Ich brauche also von zu Hause nur 2-3 Minuten, dann bin ich im Wald. Jetzt fängt es an zu regnen, das war ja klar. Jo, so sieht es bei uns aus. Und bis später dann. Die sind jetzt 10 Jahre. Als die so ein Jahr alt waren und ich noch immer überzeugt davon war, dass die hören, bin ich genau diesen Weg hier gegangen und da kommen wir an eine Stelle, da stehen nur Schwarzbierhecken und solche Sachen und ausgerechnet war an dieser Stelle ein Fuchs zugange und ich natürlich die Hunde nicht an der Leine, die ihren Jagdtrieb entdeckt und in die Hecken. Der Fuchs war natürlich längst weg, aber die Hunde hatten sich in den Schwarzbierhecken so hineingewurschtelt, dass sie nicht mehr rauskamen. Und da musste ich mit meinem Messer, das ich immer dabei habe, die dort rausschneiden. Sie waren, als ich sie frei hatte, ziemlich zerrupft, kahle Stellen im Fell. 50% vom Fell haben in den Hecken gehangen, aber ohne Messer wären die Hunde dort elendig zugrunde gegangen. Und daher immer gut, wenn man ein Schneidgerät dabei hat. Das war mir damals eine Lehre und seit der Zeit müssen die Hunde bei mir auch an der Leine gehen. Es sei denn, ich bin auf einem freien Feld, wo ich mehr Überblick habe. Jo, das sind die zwei kleinen Trotzköpfe hier. Jo, ich werde jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ich hoffe, die kleine VA gefällt dir. Ich zeige dir nochmal unseren Wald. Und so sieht es bei uns überall aus. 3 Minuten aus dem Haus und schon ist man im tiefsten Wald. Jo, bis später denn.